Hallo und herzlich willkommen. Wir widmen uns heute dem Thema Bodenpflege und stellen euch in diesem Zusammenhang den SEBO Felix vor. Ein Staubsauger, für den es wirklich so viel Zubehör gibt, dass ihr für jede erdenkliche Situation des Alltags gewappnet seid. Obwohl natürlich das Thema Zubehör im Mittelpunkt steht, möchten wir mit euch dennoch einen kurzen Blick auf den SEBO Felix selbst werfen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, dann lässt sich beim SEBO Felix nochmal einen ganz klassischen Staubsauger mit Stromkabel. Und das ist ganz einfach deshalb wichtig bzw. notwendig, damit ihr auch stromintensives Zubehör, wie zum Beispiel den Saugboner, mit dem SEBO Felix betreiben könnt. Was ich persönlich noch ganz schön finde, ist, dass sich die Saugleistung stufenlos verstellen lässt. Das findet man so auch nicht bei jedem Hersteller. Und auch bei einem anderen Thema bleibt SEBO klassisch. Man hat sich für einen Staubbeutel entschieden, was insbesondere ich als Allergiker sehr zu schätzen weiß. Das war's auch schon mit der kurzen Einführung und jetzt wird es Zeit, dass wir uns das Zubehör zum SEBO Felix in Aktion ansehen. Was ihr hier jetzt in Aktion erlebt habt, war die Elektroteppichbürste von SEBO. Und wie ihr euch sicherlich anhand des Namens schon denken könnt, steht hier die tiefgründige Reinigung von Teppichböden im Mittelpunkt. Dazu hat die Bürste ein paar ganz besondere Funktionen, und zwar ist sie einerseits höhenverstellbar. Das heißt, ihr könnt sie so einstellen, dass es auf die Floorhöhe eures Teppichs passt. Und ihr habt hier diese Taste, die man normalerweise mit dem Fuß drückt, was ich im Video ja gerade auch gemacht habe. Und damit könnt ihr die Elektrobürste aktivieren oder deaktivieren. Beispielsweise wie hier, wenn ein Übergang vom Teppichboden zum Holzboden ist. Und auf dem Holzboden wollt ihr ja die Elektrobürste eben nicht aktiv lassen. Ein Problem, das bei solchen Elektroteppichbürsten gerne mal auftritt, ist, dass sich Haare darin verfangen, vor allem wenn es lange Haare sind. Dafür hat sich SEBO was einfallen lassen, und zwar, man muss lediglich hier drücken, hier drehen, und dann kann man die Elektrobürste rausnehmen und ganz bequem reinigen. So, wie ich gerade schon erklärt habe, ist das hier die Elektroteppichbürste von SEBO, und die macht natürlich insbesondere für diejenigen unter euch Sinn, die sehr viele Teppichböden bei sich zu Hause haben. Aber was macht man, wenn man zum Beispiel hauptsächlich Parkett oder Laminat hat und nur ein, zwei Teppiche? Dann kommt diese Kombidüse von SEBO ins Spiel. Diese lässt sich recht einfach verstellen, je nachdem, was man gerade saugen möchte. Von der anderen Seite sieht das dann so aus. Und ganz wichtig, wir haben hier noch diese vier Rollen, die eben dafür sorgen, dass die Kombidüse schonend über den Echtholzboden oder das Parkett rollt und eben nur das tut, was sie soll, sprich den Boden nicht verkratzen, sondern lediglich den Staub und Schmutz einsaugen. So, und das ist jetzt mein absolutes Highlight der SEBO Disco. Dabei handelt es sich um einen Saugboner, ein Gerät, das insbesondere für diejenigen von euch interessant ist, die Hartböden daheim haben, zum Beispiel wie wir, Echtholzdielen, aber auch Parkettboden. Und das alles kann man eben mit einem Saugboner auffrischen. Und wenn man das regelmäßig macht, mit Polieren, dann sieht der Boden eben immer aus wie neu, und das macht der SEBO Disco eben recht einfach, da er mit 2000 Umdrehungen pro Minute unten rotiert. Zudem stellt sich das Gerät automatisch auf die notwendige Höhe ein. Wir haben hinten Rollen und hier diese Gummierung, die dafür sorgt, dass wenn ihr irgendwann mal gegen ein Möbelstück stoßt, dass dann nichts passiert. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die außerordentliche Laufruhe des SEBO Disco. Wer schon mal mit einer Einscheibenmaschine den Boden poliert hat, der weiß, dass die immer irgendwie abhauen will und das nicht wirklich komfortabel in der Handhabung ist. Der SEBO Disco hingegen lässt sich ganz normal bedienen wie ein Staubsauger und läuft eben auch entsprechend ruhig. Und das macht natürlich diesen ganzen Saugboner-Vorgang deutlich einfacher und komfortabler.
Soweit erstmal zum Thema Bodenpflege. Aber es gibt ja nicht nur Böden, die gesaugt werden müssen. Es gibt Sofas, die von Katzenhaaren entfernt werden müssen, Fugen, die gereinigt werden müssen. Dann kann man Treppenstufen absaugen. Und da hat sich Sebo was ziemlich Cooles ausgedacht. Denn bei vielen anderen Staubsaugern kennt ihr das ja, man muss dann die Bodendüsen entfernen, umständlich einen Schlauch anschließen und dann kann man erst beispielsweise eine Fugendüse anschließen. Das hat Sebo anders gelöst. Diejenigen von euch, die aufmerksam waren, haben nämlich sicherlich schon den Schlauch an der Seite bemerkt und den kann man ganz einfach abnehmen und dann eben mit dem Staubsauger durch den Raum rollen in Anführungszeichen und ganz bequem alles hier mit diesem Schlauch erledigen, der quasi obenrum in den Staubsauger reingeht. Das erspart eben das lästige Abmontieren der Bodendüsen. Da gibt es dann beispielsweise diese tolle Polsterbürste, die eben, wie der Name schon sagt, auch noch eine Bürste integriert hat. Das sieht dann so aus, wenn man es anmacht. Und tatsächlich ist genau diese Bürstenrolle hier entscheidend, denn nur mit dieser bekommt man beispielsweise bei uns die lästigen Katzenhaare aus dem Sofa entfernt. Von daher ist das eigentlich tatsächlich eines der Zubehörteile, die wir mit am häufigsten nutzen. Was ihr hier jetzt gerade gesehen habt, ist die Fugendüse in Verbindung mit dem Verlängerungsrohr. Das nutze ich hier zum Beispiel, wenn ich unten bei den bodentiefen Fenstern was aussaugen möchte. Da muss ich mich nicht bücken und dann kann ich eben ganz einfach an den Schlauch das Verlängerungsrohr anschließen. Wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Küchentresen irgendwas saugen möchte, dann kann ich das Verlängerungsrohr einfach rausmachen und habe die Fugendüse dann hier in einer etwas handlicheren, kompakteren Form. Ich könnte euch ja jetzt noch viele andere Dinge erzählen, denn es gibt auch noch einen Heizkörperpinsel, einen Möbelpinsel, eine Spezialbürste für Parkett, dann den flexiblen Verlängerungsschlauch, den ihr rechts seht. Es gibt dann noch eine Polsterbürste ohne dieses elektrische Element. Und ja, ihr seht, es gibt in diesem Sebo-Universum quasi nichts, was es nicht gibt. Ich persönlich finde das ganz charmant, da man eben alles mit einem Gerät erledigen kann. Vorher hatten wir beispielsweise diese Einscheibenmaschine, dann noch einen Staubsauger, noch einen kleinen Handstaubsauger fürs Sofa und das kann man eben hier beim Sebo alles mit einem Gerät erledigen und das ist schon sehr praktisch, insbesondere da sich Sebo hier eben was einfallen hat lassen, indem man diesen Schlauch oben hat, mit dem man alles, was nicht mit Bodenreinigung zu tun hat, erledigen kann. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Sebo Felix oder den Zubehör habt, dann einfach ab damit in die Kommentare.